Genau, Katrin, danke dafür. Hey, wie wird dein Name ausgesprochen? Xelron. Das hat der Yuki HP gefragt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, wir gucken mal weiter. Wir hatten ja hier noch einen zweiten Zweig. Da oben haben wir alles. Dann geht es hier unten jetzt weiter. Ich würde aber das Wasser dicht machen. Ich glaube, das ist ein bisschen krass mit dem Wasser. So, und dann graben wir das hier auch gleich aus. Wer weiß, wo wir da ganz hinkommen. Ich bin immer mit, was sich nicht und nagelfest. Jetzt können wir den hier nämlich doch rausholen. Zack. Ja, unsere Spitzhacke gibt natürlich jetzt so ziemlich bald den Geist auf. Das ist der Nachteil. Yeah, Level up. Sehr schön. Was jetzt? Wirklich? Willst du mich veräppeln hier? So, dann machen wir das so. Wir nehmen mit, was wir kriegen können und was umsonst ist. Sowieso. Zack. Alliop. Okay. Hier haben wir wieder so einen schönen Kiesberg. Ich leuchte erstmal wieder aus. Hier sind schon ein paar Erze dabei, das ist okay. Und hier ist auch zu Ende. Ja, sehr gut. Geladener Zertusquarz. Sehr schön, auch das ist sehr gut. Und da ist noch mehr. Was ist das denn Cooles hier? Das läuft. So, ich mache auch gleich Licht. Hier ist sehr dunkel, ich weiß. Hier sind so viele Rohstoffe, die wollen wir mal alle mitnehmen. Und ich versuche, die Spitzhacke zu schonen. Darum nehme ich jetzt das Hämmerchen. Ja, komm, Eisen, ciao. Gibt höhere Prioritäten. Mit Eisen gehen wir uns doch schon nicht mehr zufrieden. Ja. Road to 700 Abos. Moin, schreibt der Basti. Ja, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich finde das Projekt richtig cool, schreibt Nico. Dankeschön, danke auch dafür. Kennst du Flow? Nee, kenne ich nicht. Kenne ich leider wirklich nicht, Keksmoon. Was habe ich verpasst? Schreibt Spider-Man 840713. Das habe ich mir gemerkt. Soll so ausgesprochen werden. Ja, wir sind auf Höhlentour, haben ein bisschen zu Hause gecraftet. Ja, ein kleines bisschen hast du verpasst. Es ist, ja, aber es ist überschaubar, glaube ich. Ich komme hier nicht. Warum komme ich nicht hoch? So. Ich hätte gar nicht hochgemusst, denn da ist tolles Erz. Die Kohle nehme ich mal mit. So, zumindest das Gröbste. So, dann können wir hier schon wieder raus, glaube ich. Das ist Eisen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben Tonnen von Eisen zu Hause. Wenn wir irgendwo Gold finden oder so, ja, aber... Eisen, gut. Damit ist dieser Zweig dann auch schon erforscht. Hier geht es dann wieder raus. Ja, die Fledermaus kommt natürlich mit. So, was haben wir denn noch? Der... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist der liebe Madoun oder Madoun. Wahrscheinlich wird es eher so gesprochen. Schreibt, hi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Hast du Haustiere? Nein, habe ich nicht. Du musst zweimal geladenen Quarz auf den Boden werfen. Was passiert dann, Tobi? Was passiert dann? Überleben wir das dann auch? Ah, ein Kupfer, komm, egal. Dein Inventar ist bestimmt voll. Ja, das geht langsam Richtung voll, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Hier ist es schon recht dunkel noch. Wir hauen hier mal Fackel ran noch. Ja, dann gibt es ja nur noch einen Zweig, den wir erforschen müssen, das ist der hier. Und dann dürfte die Höhle komplett durch sein. Hier hätten wir noch Mengen, Unmengen von Kohle. Ganz ehrlich, wir nehmen ein bisschen was mit. Wir nehmen auch mehr mit. Wir sind da ja nicht so.
So, Kohle ist immer gut. Ja, komm, den da oben kriegen wir jetzt nicht. Müsste ich wegkloppen. Ist jetzt nicht so wichtig. So, dann geht's hier weiter, da weiter und dort weiter. Das ist ja unglaublich. Ich weiß, ihr seht nichts. Das wird sich gleich ändern. Was erwartet uns? Die nächste Höhle. Ja, dann mal, Eudirei, das machen wir gleich. Dann gehen wir erstmal da lang. Ja, ein Kupfer. Komm her. Das Doofe ist echt, dass unsere Schaufel gleich kaputt ist, unsere Spitzhacke gleich kaputt ist. Die gute. Sie ist zwar nicht weg und verloren, aber, ja, wir müssten dann anders vorlieb nehmen. So, was haben wir denn? Schön, dass du streamst. Dankeschön, dankeschön. Hast du eine PS3? Ja, habe ich. Beinig schreibt, hi, ja, auch du bist herzlich willkommen. Ich finde es toll, dass du die Comments durchliest. Ja, ich gebe mir Mühe, Keks Moon. Ich schaffe aber schon nicht mehr alles zu lesen. Ich schaffe nicht mehr alles zu lesen. Habe ich was verpasst? Fragt LiveTube. Ja, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dabei warst. So ein bisschen was. Es kommen kleine Blitze und wirst aber nicht elektrisiert. Ach, okay. Na, danke für den Hinweis, lieber Tobi. Wie sieht dein Skin aus? Ich habe jetzt gerade eine Rüstung an. Die lassen wir hier unten auch an. Können wir uns später gerne mal angucken. LiveTube will gegrüßt werden. Sei an dieser Stelle geschehen. LiveTube. Entschuldigung, ich sag LiveTube. LiveTube. Ja, ihr wollt den Skin sehen. Okay. Dann machen wir es jetzt mal folgendermaßen. Zack, 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 zack. Eigentlich seht ihr ihn da ja schon. Aber ich weiß, mit F5. So sehe ich aus. Mit meinem Logo vorne drauf, aber wir ziehen uns jetzt lieber mal an. Ich friere recht schnell. So. Alter Falter, was für eine Höhle hier. Das ist die Höhle unseres Lebens, definitiv. So, bevor wir da jetzt runtergehen, grasen wir erstmal alles ab. Was wollen wir das hier liegen lassen? Das Erz will doch eh mitgenommen werden. Das liegt ja hier nicht aus Langeweile. Und auch hier machen wir es rein. Wir haben ziemlich wenig Zombies. Das wundert mich eigentlich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mit viel, viel mehr Zombies gerechnet. Die brauchen wir nicht. Dann nehmen wir mal die dahin. Zack. Ja, ich weiß nicht, wo ich zuerst lang will. Ich bin unentschlossen, wie man sieht. So, und wie gesagt, wir müssen die Spitzhacke sehr schonen. Nach Möglichkeit sollten wir sie so schonend wie möglich anwenden. Holla die Waldfee. Ja, ich weiß, da oben ist ein Aluminium, aber... Pff, ja, komm. So, was haben wir denn mal? Ich bin wieder da, schreibt Robse345. Herzlich willkommen zurück. Und der Tobi will das gerne mal machen. Nee. Nachher sind die weg oder so, jetzt gerade nicht. LP mit, schreibt M, wie M. Kannst du mich grüßen? Fragt der Fabrizio. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Fabrizio heißt das. Ich habe das R überlesen. Ich lese von Laptop ab, muss ich dazu sagen. Der steht einen Meter ungefähr weg. Du bist recht herzlich grüßt, Fabrizio. Und der Philipp ist da. Auch du bist recht herzlich willkommen und gegrüßt. LiveTube ist richtig ausgesprochen. Ja, das freut mich zu hören. Eine Frage noch. Wie hast du... So, warte mal. Eine Frage noch. Wie heißt du da, wenn ich fragen darf? Und wann bist du da online? Also, ich heiße Danny. Spielst du auch BW? Was ist BW? Ich weiß gar nicht, was es ist. Bist du kreativ? Bist du in Kreativ? Nein, sind wir nicht. Und streamen tue ich eigentlich immer, wenn ich Zeit habe. Ja, also es
gibt es am besten mal in eine Steam gehen, die Steam-Gruppe adden, die wir haben. Die heißt Xelron, einfach mal adden. Da stehen immer die Streaming-Zeiten drin. Und sollte mal irgendwas nicht passen, schreibe ich es da in der Gruppe rein, dass ihr da nach Möglichkeit Bescheid wisst. Wie gesagt, ich bin kein Berufs-YouTuber, das sollte ich vielleicht an der Stelle an allen Neuen nochmal sagen. Also das kann schon mal sein, dass auch mal was ausfällt oder ja, halt was dazwischen kommt, das später anfängt. Ja, wie gesagt, kein Berufs-YouTuber, leider nicht. Also von daher, ja, kann das dann schon mal durchaus passieren. Da muss ich dann auf eure Nachsicht hoffen. Aha, hier ist Ende. Das ist eigentlich gar nicht so uncool. Ich höre Lava. Wir sollten hier ein bisschen aufpassen. Ach, erzähl nicht. Erzähl nicht. Da ist eine riesen neue Höhle. Das kann doch gar nicht angehen, oder? Das kann doch nicht angehen. Sie sind nicht weg. Kommen nur Blitze und dann kannst du sie eh wieder aufheben. Ah, okay. Können wir gleich mal machen. Bald 700 Abos. Okay, krass. Hast du eine PS4? Nein, nein, nein. Die boykottiere ich. Kannst du mich grüßen? Fragt King Kong. Ja, du bist recht herzlich gegrüßt an der Stelle. Schön, dass auch du wieder da bist. An dich kann ich mich auch noch erinnern. Ich schmeiß gleich auf den Boden. Ist okay, mache ich gleich. Aber wehe, die sind weg. Wehe, die sind weg. Dann höre ich auf keinen Kommentar mehr. Ja, wir haben genug Eisen. Das brauchen wir nicht. Eher sollte das hier weg. So, wir müssen mal gucken, was brauchen wir denn hier? Was haben wir hier? Topaz, nehmen wir mal mit. Topaz and the Fury. So, jetzt machen wir mal zwei Dinge. Einmal sollten wir unser Inventar ein bisschen aufräumen. Das sieht aus wie... keine Ahnung was. Im Chat, kannst du mich bitte grüßen? Schreibt Gaming Notes, du bist recht herzlich gegrüßt. Grüß mal bitte, schreibt der PvP-King auch. Ich überlese schon wieder einiges. Speed-NRW habe ich schon, der hat doch schon Hi geschrieben. Leon Benoit, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was meinst du, Kati? Was meinst du mit 9 aktive Zuschauer? Es sind schon mehr, wir haben gerade 38. Und Katrin wollte auch gegrüßt werden. Auch du bist recht herzlich an der Stelle gegrüßt. Wir haben auch Zuschauer, die schauen nur an Fernsehen. Die schreiben nicht. Nicht jeder mag schreiben. Und auch ich, wenn ich einen Livestream schaue, schreibe in der Regel nicht und schaue nur zu bei den anderen. Also von daher, mach leiser. Wieso soll ich leiser machen? Eigentlich hat sich bis jetzt noch niemand beschwert. 700 Abos, okay. Was haben wir da oben? Danke, 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 danke. Ich sehe, wir haben gleich einen Prozessor. Okay, Mad Max, das kann sein, das kann sein. Ich müsste da eh bei Zeit mal umrüsten. Bitte gratuliert mir nicht zu den 700 Abos. Ihr seid die Abonnenten, ihr seid diejenigen, nicht ich. Das sollten wir ganz klar so festhalten. Ihr habt abonniert. Ich muss euch danken und das tue ich an dieser Stelle auch recht herzlich. Danke für die Abonnements. Finde cool, dass unsere Gemeinschaft wirklich so wächst. Ich höre irgendwo einen Zombie. Ah, da kommen Blitze. Ach, das ist cool. Danke, Tobi. Danke dafür für den Hinweis. Das ist schon nett. Tun wir aber erstmal wieder weg. So, dann machen wir mal eine Fackel hin. Ich weiß gar nicht, wo wollten wir jetzt hin. Jetzt habe ich so ein bisschen... hier geht's wieder raus. Da war aber noch eine Höhle, ne? Die müssen wir natürlich auch noch erforschen. Ich weiß gar nicht, warum bin ich zurückgegangen. Wahrscheinlich, um alles zu sammeln. Hier war ja noch eine Höhle. Und Lapis. Ach du heiliger Bimbam. Auf welche Höhle haben wir uns hier eingelassen? Sie heißt offiziell die Höhle der Unendlichkeit. Jetzt wisst ihr warum. Jetzt wisst ihr warum. Ah, wir bilden aber langsam einen Kreis. Das heißt, wir kommen hier wieder irgendwo hin zurück. Ich weiß nicht so ganz, wo wir sind. Auf jeden Fall waren wir hier schon mal. Das ist ja auch schon mal viel wert.
Okay, also brauchen wir hier oben nicht hin, weil wir hier schon waren. Dann muss er hier eigentlich alles mehr oder weniger fertig sein. Den nehmen wir nochmal mit. Also wir waren hier definitiv schon. Okay. Bevor ich mich hier gar nicht mehr zurechtfinde, ich sollte lieber da bleiben, was neu ist. Sonst finden wir hier gar nicht mehr raus. In Chat lesen. 707 Abos? Was? Hab ich schon 707? Ich muss mal das Bild aktualisieren. Ist stehen geblieben bei mir. Bin neu, schreibt Dinner vor der Laden. Nee, von der Laden. Entschuldigung. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Moritz muss aufhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Lieber Dinner, du brauchst das nicht 20 Mal schreiben. Ich habe das jetzt schon gelesen. Wir spielen ja auch. Also es ist nicht so, dass meine Augen nur an Chat kleben. Das geht nicht, dass du das hier zuspamst. Das macht man nicht. Kannst du mich bitte grüßen? Und alles Gute zu 700 Abos, schreibt Snackboy. Ja, danke schön. Du bist recht herzlich gegrüßt. Und ja, danke für die Gratulation. Aber wie gesagt, ich habe da nichts für getan. Ihr seid es. Ihr seid es wirklich. Wie geht's euch allen? Das fragt Redstone Kings. Ja, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Nice. Mir fällt auf, dass ich wohl den Stream verpasst habe, in dem du die Pyramide fertig gebastelt hast. Ja, den kannst du dir aber nachangucken. Der existiert. Ich habe dich gerade abonniert. Du bist ein cooler YouTuber. Schreibt AGTV oder AGTV, ich weiß nicht genau. Du bist recht herzlich gegrüßt. Ich weiß nicht, ob Deutsch oder Englisch. Bitte mal schreiben, ob du Deutsch oder Englisch gesprochen wirst. Und herzlich willkommen natürlich an alle Neulinge. Wir haben ja gerade eine Menge gekriegt. Such mal nach geschirmt. Was? Such mal nach was? Gleitschirm. Ach so, ein Gleitschirm. Ja, das können wir später mal machen. Nicht jetzt. Du klingst wie Gronkh. Alexandra bin ich aber nicht. Ja, einfach, keine Ahnung, eine Stimme scheinbar Ähnlichkeiten. Nikron schreibt, ist es eine Izzy? Och, du bist herzlich willkommen. Geilo MC schreibt, hi, auch du bist herzlich willkommen. Genauso wie Mina HD. Ja, Moritz sagt Danke und Tschüss. Er muss leider gehen. Und ich werde jetzt den Chat wieder ein bisschen weniger lesen. Bitte, bitte, bitte berücksichtigt das, dass ich da nicht nur auf den Chat jetzt achten kann. Wir wollen ja im Spiel auch ein bisschen weiterkommen. Ich werde schon immer mal wieder gucken. Aber es ist jetzt nicht mehr die Hauptprämisse gerade. Und wir sollten hier auch aufpassen. Da unten ist eine Party. Hier oben. Wir gehen erstmal oben lang, oder? Erstmal gehen wir oben lang. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das können wir mal mitnehmen. Gold haben wir gar nicht so viel. Ist eigentlich jetzt nicht so ungeil, mal Gold mitzunehmen. Aha, da oben sind auch andere Erze. Jetzt geht's ab hier. Und tonnenweise Kohle haben wir hier. So, wir müssen hier dringend Licht machen. Okay, wir reißen die ganze Mauer weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Luca will gegrüßt werden. Ja, dann bist du auf dieser Stelle recht herzlich gegrüßt. Wie heißt der Mod? Live in the Woods, das wollte Felix wissen. AGTV sagt, es ist Deutsch. Super, dann weiß ich Bescheid. Dank dir für die Information. Und Yannick schreibt, hi, ja, du bist herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist, lieber Yannick. Und natürlich auch schön, dass alle anderen hier sind. Wir sind ja schon ein paar. So, ich leuchte jetzt erstmal wieder aus. Wie gesagt, Chat so ein bisschen nebensächlich. Also ich achte so grob mal drauf. Seid nicht böse, wenn ich mal was nicht lese. Das funktioniert nicht mehr. Wir sind mittlerweile zu viele geworden. Und wie gesagt, Taktik erstmal ausleuchten. Wir haben gesehen, unten sind Zombies. Finde ich nicht so geil. Zombies mag ich nicht so. Die haben immer so üble Mundgeruch. Das geht gar nicht.
Ich hoffe immer, dass irgendwann... Oh Gott. Oh Gott. Definitiv mal so. Ganz zu mache ich es nicht. Ich hoffe immer, dass es zu Ende ist. Ja, das ist immer super. Immer wenn ein Tunnel zu Ende ist, einerseits schade, andererseits super. Und ich weiß, es ist nicht klug, nach oben zu bauen. Das, ja, sollte man auch nicht machen, aber es ist nicht immer vermeidbar. Das, ganz ehrlich, wenn ich mir das Zinn hole... Nö. Ah, da haben wir die Fackel abgebaut. Die setzen wir nochmal neu. Ja, das hier oben nehmen wir natürlich mit. So, sehr schön. Haben wir noch was übersehen. Salz brauchen wir nicht. Eisen. Ich mache jetzt nicht wegen einem Eisen hier einen Aufriss. Ich glaube nicht. Dann geht es erst hier weiter. So, gib die Steine frei. So, und dann haben wir das hier oben schon. Sehr schön. Und ich habe gesehen, dass hier auch noch viel ist. Ach du Heiliger, es ist unglaublich. Ich glaube, dass es die gleiche Schlucht ist. Ich glaube ja, dass das die gleiche Schlucht ist. Wir werden hier niemals mehr rauskommen. Niemals. Was haben wir denn hier? Jetzt müssen wir mal gucken. Kannst du mich in deinem Video nennen? Das will der Sebastian. Auf jeden Fall. Recht herzlich gegrüßt bist du. Schön, schön, dass du zuschaust. Was hast du für einen PC? Steht unten in der Videobeschreibung. David schreibt, moin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich scroll mal so ganz grob durch den Chat. Das haben wir. Ist voll nützlich. Kannst du zum Beispiel vom Berg springen und rechts klicken, dann gleitest du. Ah, okay, Tobi, danke dafür. Aber wie gesagt, werden wir später mal machen. Nicht jetzt in der Höhle. Der Buri will gegrüßt werden. Auch du bist recht herzlich gegrüßt. Herzlich willkommen auch an Sandra und Sebastian. Dich habe ich gerade gegrüßt. Ein bisschen Geduld bitte immer. Ich spiele ja auch. Da kann ich den Chat nicht immer lesen. Gavin ist da. Herzlich willkommen auch du, Gavin. Und die Elke ist auch wieder da. Willkommen zurück. Nimm immer einen Wassereimer mit. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ein schlauer Tipp. Und Eurofishing. Ja, das Name scheint der Programm zu sein. Schreibt, hallo, Jesninchen in... Was? Ich maure die... Tunnelgänge vollständig abgebaut habe, immer wieder zu. Ja, das kann man natürlich auch machen, hast du auch recht. Wir spielen auf dem PC und auch der Marvin. Hallo, herzlich willkommen. So, und jetzt spielen wir auch ein bisschen weiter. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass wir hier nicht mehr so in ein Stück rauskommen. Das ist die Höhle, sie heißt nicht ohne Grund Höhle der Unendlichkeit. Kriege ich den einen auch noch? Muss ich jetzt ernsthaft den auch noch abbauen? Ah, das ist zum Läusemelken. Ja, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Gehen wir da echt noch diesen riesen... Boah. Ich werde niemals mehr zurückfinden. Ich lasse dies hier, dieses bisschen Erz, lassen wir mal drin. Wir gehen erstmal das ab. Boah. Ist auch schon krass. Ich müsste eigentlich gegen die Zombies auch was haben. Wir warten mal, bis das Wasser weg ist. Pfeil und Bogen haben wir eigentlich noch. Den habe ich bestimmt ins ME-System aus Versehen getan. Ich finde ihn nicht. Ja, da sind wir natürlich super vorbereitet. Eigentlich haben wir noch Pfeil... Ne, wir haben hier Pfeil und Bogen. Rolle zurück. So, ich hau hier mal alles rein, dass das safe ist. Die Schaufel brauchen wir jetzt nicht wirklich... Okay, der brennt natürlich nicht. Ist ja klar. Oh, 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 oh. Hallo. So, da müssen wir uns mal ein bisschen Platz verschaffen.
So, der Finn ist da. Hi, schön, dass du da bist. Eure Fischin wollte gegrüßt werden. Flo wollte auch gegrüßt werden. Ihr seid alle recht herzlich gegrüßt. Mit den Grüßen nervt. Ja, es ist. Geht. The Earthberry, alles okay. Wir grüßen schon, wenn ich es lese, wenn der einer nicht zuspammt. Man darf halt nicht böse sein, wenn man nicht gegrüßt wird. Ja, komm, da will jemand gesperrt werden, weil er es wieder nicht schafft, geistig auf den Level zu bewegen. Ja, ich sag mal, ciao, es war nicht nett, dich kennengelernt zu haben. Such dir einen anderen Kanal. Ich brauch solche Trottel hier nicht. Auf Wiedersehen. Kannst auch gerne einen Daumen runter da lassen. Ist überhaupt nicht schlimm. Hi, bin wieder da. Ja, willkommen zurück. Ja, The Earthberry, alles okay, ist schon gesperrt. Ist schon gesperrt. Eh wieder die Eisenspitzhacke reparieren. Das stimmt, reparieren können wir sie auf jeden Fall. Hust du es schon? Ja, da wird der nächste gesperrt werden. Auf Wiedersehen. Werbung für deinen Kanal kannst du woanders machen. Ich sag mal, ciao. Lieber Spider-Man, wenn dich jemand beleidigt, dann heißt das nicht, dass du zurückbeleidigen musst. Ich entferne den Kommentar. Aber auch da besteht natürlich in Zukunft die Gefahr, dass ich dann sperre, weil man nicht alles, nicht immer den Sachverhalt sieht. Ich empfehle ganz dringend, Beleidigung zu lassen. Weil, wie gesagt, das ist mit einem Dauerbann hier belohnt. Auch wenn du bis jetzt ganz nett warst, heißt das nicht, dass du zurückbeleidigen darfst. Ich nehme mich der Sache an. Schreibt mich einfach an, schreibt ganz groß hier, Beleidigung, Spawn, keine Ahnung, oder Werbung oder wie auch immer. Hat bis jetzt immer gut geklappt, ich nehme mich der Sache an. Nehmt die Beleidigung nicht persönlich von den Trotteln, die da sind. Die wollen das nur, sie gewinnen damit ja auch noch, indem ihr das darauf eingeht. Ignoriert sie einfach. Und ich nehme mich der Sache an, indem ich sie dann sperre, wenn ich davon Kenntnis habe. Also sagt da immer gleich Bescheid. Könnt ihr auch gerne ein paar Mal hintereinander schreiben, wenn ihr beleidigt worden seid. Ich scroll dann hoch und entferne dann die Person. Aber wie gesagt, beleidigt nicht zurück. Das heißt nämlich, dann bist du auch gesperrt. Richtig geiler Stream, schreibt Christoph. Dankeschön. Cooler Stream, schreibt auch Let's Flip. Dankeschön. Und er ist neu. Herzlich willkommen. Lob332 ist auch neu und schreibt, hi, ja, auch du bist natürlich recht herzlich willkommen. Ja, komm, wir nehmen das Kupfer, nimm was raus. Ja, hat sich definitiv gelohnt. Redstone brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht so wirklich, aber wir nehmen es mal mit. Was wir haben, das haben wir, was? So. Was ist das hier für ein Höhlensystem? Es hat kein Ende, es hat kein Ende. Alter Falter. Es ist eine never-ending Story. Lord Knackrack schreibt, hi! Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Gleiches, hast du auch eine Playlist? Keine öffentliche. Ich habe einfach mal eine zusammengeschustert. Ist jetzt nicht so eine Playlist, wenn du da sowas vergleichst wie Gronkh oder sonst irgendwie andere YouTuber. Nein. So eine kleine. Kleine Feine haben wir. Die darf ich aber aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich anbieten.